Hallo, liebe Gemeinde. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und ich bete, besonders in diesen Zeiten, dass Gott uns mehr und mehr zeigt, wer wir sind als seine Gemeinde, als sein Leib und als sein Volk. Und dass wir mehr und mehr erkennen und begreifen, wie sehr wir verbunden sind miteinander, auch wenn wir uns nicht sehen, durch den Heiligen Geist. Und in Bezug auf das Unsichtbare möchte ich heute predigen über das Reich Gottes. Vor wenigen Tagen feierten wir Weihnachten. Wir feierten, dass Gott Mensch wurde. Wir feierten, dass Jesus auf diese Erde kam. Und die Bibel berichtet uns, dass durch den Dienst Jesu auf Erden er ein Reich begonnen hat, er ein Königreich angefangen hat auf dieser Erde. Und so stellt sich die Frage, was sein Reich ist. Was ist das Königreich Gottes und wo ist es denn eigentlich? Und so möchte ich lesen aus Johannes 18, die Verse 36 bis 37. Da steht Jesus vor Pilatus und wird von ihm ausgefragt. Judas hat ihn bereits überliefert und die Juden haben schon ihr Urteil über Jesus gefällt. Und Pilatus hat Fragen an Jesus und Jesus antwortet. Johannes 18, Vers 36 bis 37. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für dein Wort, für dein ewiges Wort und für die ewige Wahrheit, Herr. Und ich bitte dich jetzt gerade, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, unsere Ohren, unsere Augen, Herr, öffnest für dein Wort, für dein Reich, Herr. Nicht nur zu erkennen, was es ist, Herr, sondern danach zu hungern. Ich bitte dich um dein wunderbares Werk jetzt an uns durch deinen Geist, Herr, zu deiner Ehre, in deinem Namen, Jesus. Amen. Jesus sagt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Er redet von einem Reich, das Pilatus weder sehen noch begreifen kann. Ein Reich, das nicht wie ein irdisches Reich funktioniert. Es benötigt keine Soldaten, kein Ansehen, kein Geld. Jesus sagt, wenn es von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft. Und wir erinnern uns an Petrus, wie er das Schwert zückt und einem Diener das Ohr abschlägt. Und wie reagiert Jesus darauf? Jesus löst die Situation auf, indem er den Diener heilt und offensichtlich zeigt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus erscheint Pilatus nicht wie ein König. Er besteht nicht auf seinen Rechten, er verteidigt sich nicht. Er ist wie ein Opferlamm, das sich seinen Hassern hingibt. Und Jesus redete viel von seinem Reich. Aber kaum einer, nicht einmal seine Jünger, konnten vor seiner Auferstehung begreifen, was genau er eigentlich damit meinte. Und unter anderem lag es daran, dass sie eine ganz andere Vorstellung von dem kommenden Reich und dem kommenden Messias hatten. Sie legten die Propheten so aus, dass es ein politisches Reich sein würde und ein militärischer Messias, der die Juden befreien würde von der Besatzungsmacht der Römer. Aber Jesus zeigt uns durch die Evangelien hindurch, in den verschiedensten Situationen, ob im Alltag oder bei gewichtigen Dingen, dass sein Reich von einer völlig anderen Art ist und sein Auftrag ebenfalls. Sein Reich ist von einer völlig anderen Art als alle Reiche dieser Welt, denn auch Jesus ist nicht von dieser Welt. Und sein himmlisches Reich braucht keine irdische Unterstützung. Es ist ein geistliches Königreich. Die jüdische Führung verachtete Jesus für seine Aussagen. Sie erwarteten einen König, sie erwarteten einen Messias. Aber weil sie blind waren durch Sünde, erkannten sie nicht, dass er direkt vor ihnen stand. Und sie töteten ihn. Allerdings stehen wir heute nicht weniger in der Versuchung, das Reich Gottes zu vermenschlichen. Das, was der Mensch ganz natürlich unter einem Königreich und unter einem König versteht, steht in scharfem Kontrast zu dem, was Jesus aufgerichtet und begonnen hat auf dieser Erde durch sein Opfer.
Und um aufzuzeigen, wie unterschiedlich das Reich Gottes zu dieser Welt ist, möchte ich unseren Blick zuallererst auf diese Welt richten. Was diese Welt ist, der Zustand dieser Welt, um umso mehr zu erkennen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Es gibt Christen, die in allem äußerlich Guten, was auf der Welt passiert, das Kommen des Reiches sehen, eine Erweiterung des Reiches Gottes, dass wenn der Hunger in der Welt weniger wird oder an gewissen Punkten in der Welt der Terrorismus zurückgedrängt wird, Menschen sagen, das ist das Reich Gottes, das kommt. Aber sie erkennen nicht, dass nur für eine kurze Zeit weniger Unmoral an bestimmten Punkten herrscht und es das schon immer gab in der Menschheitsgeschichte. Ruhigere Zeiten und schlimmere Zeiten. Aber die unausweichliche Wahrheit ist, diese Welt, in der wir leben, hat sich grundsätzlich in ihrer Art, in ihrem Zustand nie verändert und nie verbessert. Der Mensch ist gewachsen in wissenschaftlichen Kenntnissen, keine Frage. Aber so sehr er darin wachsen mag, egal was er erfinden mag, was er schaffen mag, er ist und bleibt derselbe. Er bleibt das, was er immer war. Er kämpft mit denselben Problemen wie schon vor tausenden von Jahren. Er kann sich immer noch nicht selbst helfen. Er ist immer noch von Sünde getrieben. Er kann sich nicht selbst retten. Er zeigt auch in dieser so aufgeklärten Zeit, dass er böse ist und dass er den Gott der Bibel nicht liebt. Er liebt die Finsternis mehr als das Licht. Die Welt, in der wir leben, ist böse. Aber das Reich, das wir erwarten, es kommt erst sichtbar mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Weil Gott muss diese böse Welt erst richten, er muss erst Gerechtigkeit bringen, bevor der Himmel auf die Erde kommt. Das Reich Gottes bedeutet also nicht eine bessere Welt. Jesus wird bei seiner Wiederkunft die Gottlosen richten, das sagt uns die Bibel, und allem Sündigen in gerechtem Gericht begegnen. Also werden wir das Reich Gottes nicht auf Erden schaffen, sondern er wird es bringen. Aber oftmals wollen wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir lesen in der Bibel davon, bei den Jüngern, und wir kennen es auch bei uns selbst, dass wir die Dinge selbst in die Hand nehmen wollen. Sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde. Gottes Wirken ein Stück weit beeinflussen wollen. Ihm vorgeben wollen, was er macht, was wohl am besten wäre. Beispiele in der Bibel dazu finden wir einige. Eines haben wir bereits gesehen, mit Petrus, als er das Schwert zückt. Ein anderes ist, als Jesus in Bildern von Schwertern redet und die Jünger auf einmal mit Schwertern ankommen. Und Jesus zu ihnen sagt, es reicht, es genügt. Oder was ist mit der Situation, als Johannes und Jakobus darauf reagieren, dass Samaria keinen Schlafplatz für Jesus hat? Und sie sagen, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel rufen, dass es sie vernichtet? Und die Bibel sagt uns, dass Jesus sie streng zurechtweist. Und es zeigt uns, dass es nicht unserer Aktion bedarf. Jesus sagt damit, ihr versteht mein Reich nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn sein Reich nicht von dieser Welt ist, wird es sich auch nicht in Weltlichem offenbaren. Nicht politisch, nicht sozial, nicht militärisch. Die Wahrheit ist, selbst wenn alle Nationen der Erde Gesetze bezüglich des Verbotes von Abtreibung hätten, es würde immer noch stattfinden. Denn das Umfeld macht den Menschen nicht böse. Fehlende Gesetze machen den Menschen nicht böse. Woher weiß ich das? Weil im Garten Eden die Umstände, das Umfeld perfekt waren. Es war perfekt und der Mensch hat trotzdem rebelliert. Der Mensch ist in Sünde gefallen. Es zeigt uns seine Natur. Es führte zum Sündenfall. Und so sehen wir, dass die Krankheit dieser Welt Sünde ist. Und Sünde führt zu Tod und Verdammnis. Wir ignorieren diese verheerende Krankheit der Sünde, wenn wir nur auf die Symptome schauen. Man muss kein Arzt sein, um zu erkennen, dass es keine gute Behandlung ist, wenn man sich nur den Symptomen zuwendet oder gar dem Patienten am laufenden Band Morphium zuführt, damit er sich nicht so fühlt, als wäre er in einem schlechten Zustand. Aber einige Menschen tun genau das ihr ganzes Leben lang. Sie machen es zu ihrem Lebensziel, dass sie sagen, wir wollen eine bessere Welt schaffen. Und was sie tun, ist Symptome zu behandeln. Nichts anderes als dieser kranken Welt Morphium zu verabreichen, während die Welt an der Krankheit der Sünde zugrunde geht.
Abtreibung ist ein Symptom der Krankheit dieser Welt, nämlich Sünde. Eine Auswirkung des Zustandes dieser Welt. Alles Schlechte, alle Probleme dieser Welt entspringen dem Virus der Sünde. Sie ist der Grund für diese böse Welt. Und solange sie in dieser Welt herrscht, kann und wird sich nichts am Zustand der Welt ändern. Deshalb brauchen wir den König. Deshalb beten wir, Herr Jesus, komm in Gerechtigkeit. Herr, komm mit Macht. Es ist gut und richtig, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Aber wir werden niemals eine gerechte Welt sehen, bevor der Herr wiederkommt. Es ist also nicht richtig, von weltlichen Regierungen zu verlangen, dass sie sich nach dem Gesetz Gottes richten, beziehungsweise dem biblischen Maßstab befolgen, weil sie nicht in einem Bund mit Gott stehen. Es gibt keine christliche Nation auf der Welt. Es gab sie nicht und es wird sie nicht geben, weil diese Welt böse ist. Die Bibel sagt, wir sind Fremde in dieser Welt. Wir sind Pilger in dieser Welt. Warum? Weil das Reich, dem wir angehören, nicht von dieser Welt ist. Warum sollten sich Regierungen an Gottes Gesetz halten? Es ist purer Aktionismus und Wunschdenken, wenn wir das verlangen. Und wir vergessen den Sinn unserer Durchreise auf dieser Erde, wenn wir es tun. Es ist eine Durchreise, kein Bauprojekt. Jesus sagt in Matthäus 26,11, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Was will Jesus damit sagen? Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, also helft ihnen nicht? Nein, Gott macht deutlich, dass er sich freut, wenn wir von dem geben, was wir bekommen haben, aus Großzügigkeit, aus Liebe heraus. Aber Jesus zeigt, selbst wenn ihr das tut, wird das Symptom nicht weggenommen werden. Diese Sündige, diese Kranke, diese böse Welt wird unter Armut leiden, bis der Herr wiederkommt. Und wenn wir sehen, was die Welt ist und wie böse die Welt ist, dann sollten wir immer wieder neu unseren Blick auf das richten, was ewig währt, nämlich sein Reich. Damit wir unsere Leben auf das ewige und das wahre Reich Gottes ausrichten. Was also ist das Königreich Gottes im Vergleich dazu? In kürzester Weise ausgedrückt, Gottes Herrschaft. Er regiert über alles. Jesus ist Herr. Er regiert über alles. Auch wenn du kein Christ bist, bist du also in gewisser Weise in seinem Reich, weil er souverän über alles und jeden herrscht. Aber Gott herrscht auch souverän über den Teufel. Dadurch ist der Teufel kein Teilhaber am Reich Gottes, sondern er ist dem Reich Gottes unterstellt und dem Reich Gottes Rechenschaft schuldig. Teil am Reich Gottes zu haben, ein Erbe des Königreiches zu sein, kann nur durch eine Sache geschehen, die Wiedergeburt. In der Wiedergeburt schafft Gott aus Gnade ein neues Herz im Menschen. Ein Herz, das nicht mehr davon geprägt ist, böse zu sein und die Sünde zu lieben. Ein Herz, das von Dankbarkeit erfüllt ist über die Vergebung der Sünden. Nicht mehr für sich selbst lebt, sondern für den neuen Herrn, Jesus Christus. Die Sünde beherrscht nicht mehr dieses Herz, sondern es gehört Gott. Es ist ein Herz, das aus der Welt heraussticht, weil es sucht nicht mehr hier die Erfüllung. Es hat die Erfüllung gefunden im Retter, in Jesus Christus. Die Wiedergeburt ermöglicht das, was vorher undenkbar war. Die persönliche Gemeinschaft mit dem Schöpfer des Universums. Durch die Wiedergeburt kann ich erstaunt sagen, kann ich überwältigt, aber völlig überzeugt davon sagen, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Allmächtige lebt in mir. Es ist unvorstellbar, es ist das Größte und das Schönste und es ist so wahr. Er lebt in mir. Und so ist die Wiedergeburt die Tür hin zum Reich Gottes, denn er lebt und herrscht in mir. Seine Herrschaft geschieht in mir. Die Wiedergeburt ist die Tür hin zum Reich Gottes. Wer immer Teil am Reich Gottes haben will, muss von Neuem geboren werden. Sein Königreich bedeutet also einerseits Gottes Herrschaft und gleichzeitig bedeutet es, Gott ist mit seinem Volk. Das sehen wir durch die gesamte Bibel hindurch.
Von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung. In Eden, im Tempel, wenn Jesus Mensch wird, wenn der Heilige Geist kommt, wenn Jesus wiederkommen wird und uns zu sich holen wird. In allem sehen wir, Gott wohnt unter seinem Volk. Das Königreich Gottes ist also Gottes Herrschaft unter seinem Volk. Die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes, sondern die Gemeinde wurde durch das Reich Gottes geschaffen. Gottes Herrschaft brachte Erlösung für sein Volk. Deshalb wird das Kommen des Königreiches Gottes im Neuen Testament auch frohe Botschaft genannt. Das Evangelium vom Reich Gottes. Denn in dieser Botschaft kommt Jesus, der König des Reiches, auf die Erde, um durch sein Opfer am Kreuz sein Reich in den Herzen seiner Kinder aufzubauen, beginnen zu lassen. Und es äußert sich zuallererst in der Vergebung der Sünde. In Überwindung der Sünde, Gemeinschaft mit dem Vater, die Bürgerschaft des himmlischen Reiches. Aktuell ist es also ein unsichtbares Reich in unseren Herzen, in den Herzen seines Volkes, bis Jesus sichtbar wiederkommen wird. Deshalb nutzt Jesus auch die Bilder des Senfkorns und des Sauerteigs für das Reich, weil er deutlich macht, es fängt unscheinbar und klein an. Aber wenn ich wiederkomme, wird es alles ausfüllen, wird es alles erfüllen. Es ist ein ewiges Reich, ein Reich, das durch das Kreuz aufgerichtet wurde, ein Reich, das Tod und Hölle besiegt hat. Und Jesus offenbarte dieses Reich unter uns durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch seine Erhöhung am Kreuz. Er trat seine Herrschaft an und kein Reich dieser Welt kann seinem Reich schaden. Und zu diesem Königreich gehören wir als wiedergeborene Kinder Gottes. Durch die Herrschaft des Heiligen Geistes sind wir verbunden miteinander, auch wenn wir uns gar nicht sehen. Ich möchte lesen aus Kolosser 1, die Verse 12 bis 13. Da heißt es, dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jesus rettete uns aus der Macht der Finsternis. Inwiefern? Vorher waren wir Sklaven der Sünde. Dass er uns durch die Wiedergeburt in das Reich des Sohnes versetzt, zeigt uns über uns selbst, dass wir vorher Teil des Reiches des Satans waren, nämlich dieser bösen Welt. Es gibt nur zwei Reiche und nichts dazwischen. Entweder im Reich des Satans oder im Reich Gottes. Denn in Vers 21 desselben Kapitels im Kolosserbrief heißt es, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Gottes Herrschaft unter seinem Volk mag im Moment unsichtbar sein, aber das, was er in uns gewirkt hat, sprengt alles Vorstellbare. Denn in der unsichtbaren Herrschaft Gottes erkennen wir erst die Größe unserer Errettung. Erst wenn wir in unserem Innersten begreifen, dass der Mensch ohne die Wiedergeburt ein Sklave der Sünde ist und zum Reich des Satans gehört, erkennen wir, vor was wir gerettet wurden. Teil des Reiches Gottes zu sein, ist der größte Segen, den es gibt. Nicht mehr die Sünde regiert in mir, sondern der lebendige Gott. Durch die Wiedergeburt hat er uns fähig gemacht, heißt es hier, Erben seines Reiches zu sein. Das Erbe der Heiligen ist das Erbe des Reiches, schon hier auf Erden in unseren Herzen. Das Königreich Gottes ist also genau dort, wo Gott durch seinen Heiligen Geist regiert. Das Königreich Gottes ist dort, wo Gottes Willen gehorcht wird. Dort, wo Gottes Wille verkündigt wird, offenbart wird. Dort, wo sich an Gottes Willen gefreut wird. In der Nachfolge Christi wird Gottes Herrschaft offenbart in uns. Wenn mein altes Ich stirbt und Jesus Herr über mein Leben ist, Herr über mein Leben wird, ich in alle Bereiche meines Lebens hinein seine Herrschaft kommen lasse, alles ihm unterordne, darin wird seine Herrschaft deutlich in unseren Herzen. Und dieses Königreich ist so wertvoll, das macht Jesus deutlich durch die Bilder eines Schatzes und einer Perle, dass er sagt, glücklich gebe ich alles her, um das zu bekommen.
Denn das Reich Gottes ist keine Bürde, es ist kein Zwang, es ist das Schönste, was überhaupt passieren kann. Mir ist vergeben, ich wurde gerettet, ich bin in Beziehung mit dem Schöpfer des Universums, in Beziehung mit meinem Retter, ganz persönlich. Ich kenne meinen Gott. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich liebe ihn. Ich will ihn mehr und mehr und mehr kennenlernen. Den schönsten aller Schönen, Jesus. Es ist das Größte, was es nur gibt. Und aktuell ist das Reich im Kommen und gleichzeitig liegt es noch in der Zukunft. Es ist unsichtbar, aber es wird sichtbar sein. Jesus kam, um dieses unsichtbare Reich in uns aufzurichten und er wird wiederkommen, um es sichtbar zu vollenden. Wir beten, dein Reich komme. Wir beten, komm, Herr Jesus, komme bald. Als Gebete, die nur er erfüllen kann und die in Zukunft stattfinden werden. Und gleichzeitig beten wir, dein Reich komme, als etwas, das jetzt geschehen soll. Wir beten, dein Reich komme, als ein Ruf zum Herrn, dass er Menschen rettet. Als ein Ruf zum Herrn zu sagen, Herr, regiere du in ihren Herzen. Regiere in den Herzen von Menschen, die dich jetzt gerade noch verfluchen und hassen. Regiere in ihren Herzen, rette du sie, richte deine Herrschaft auf. Dein Reich komme. In der Erlösung von Menschen ist das Reich Gottes mitten unter uns. Auch wenn noch nicht vollendet, wurden wir herausgerettet aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich seines Sohnes. Darin berührt der Himmel diese Erde voller Erbarmen. So ist das Reich Gottes schon hier in unseren Herzen und gleichzeitig auch noch nicht, weil Jesus noch nicht gekommen ist, um es zu vollenden. Aber wann immer ein Mensch zu Gott umkehrt und ewiges Leben empfängt, bricht ein Stück des Reiches in diese Welt hinein. Diese Welt, in der wir leben, ist ein Ort der Turbulenz und der Unsicherheit. Aber Gott zeigt, dass er alles in seiner Hand hat. Ob das Königreich Babel, Persien, Griechenland, Rom, egal welche Nation, alles ist in seiner Hand. Er konkurriert nicht mit anderen Königreichen. Er herrscht auch jetzt schon über sie, aber er gibt noch Zeit zur Buße. Er gibt noch Zeit zur Umkehr, bevor er als Richter auf diese Erde kommt. Und Gott liebt es, sein Königreich zu geben. Er liebt es, Menschen daran teilhaben zu lassen, die verloren und die gebrochen sind, die erkennen, dass sie einen Retter brauchen. Wer nicht Teil des unsichtbaren Reiches ist, durch die Wiedergeburt, wird auch nicht Teil des kommenden, sichtbaren Reiches sein. Deshalb ist es so wichtig, dass die Gemeinde vom Evangelium zeugt, dass sie Salz ist in dieser Welt, weil wir Zeugen sind eines unsichtbaren Reiches in unseren Herzen, in unseren Leben. Und wenn Jesus sagt, dass wir das Salz sind, dann geht es ihm nicht in erster Linie um Geschmack, sondern es geht ihm um einen Konservierungsstoff. Ein Beispiel eines Stücks Fleisch, dass es gegen Keime geschützt wird. Beim Beispiel der bösen Welt, der verrottenden, sündigen Welt, ist das Salz ein Konservierungsstoff, das hineingesendet wurde. Wir wurden herausgerufen aus dieser Welt als Gemeinde, aber gesandt in diese Welt als Salz. Einer verrottenden, sündigen Welt entgegenzukommen mit dem Evangelium. Das Salz unterscheidet sich vom Fleisch. Es ist etwas völlig anderes geworden. Und es hat eine Funktion für dieses Fleisch. Wir haben eine Funktion für diese verrottende Welt. Und die Funktion ist nicht, dass wir uns Symptomen annehmen. Die Funktion ist, dass wir uns der Krankheit, der Sünde annehmen. Was ist mit dem Mann, der schwerer Alkoholiker ist und in diese Gemeinde kommt, Anschluss findet, Freunde findet, sich feste Bande bilden und es kommt irgendwann zu dem Punkt, nach einer gewissen Zeit, dass er mehrere Monate trocken ist und sein Leben sich verbessert, er einen Job findet, vielleicht eine Partnerin findet, was auch immer. Wie groß ist die Versuchung, darauf zu blicken und zu sagen,
danke, Herr, dass du alles gut gemacht hast in diesem Leben. Aber der Mann hat sich nie bekehrt. Der Mann ist immer noch auf direktem Wege in die Verdammnis. Aber wir schauen auf die Symptome der Sünde, ob das nun Alkoholismus ist oder Lügen oder Pornografie oder was auch immer, spielt gar keine Rolle. Aber oftmals blicken wir nur auf das Äußere und erkennen nicht mehr, was das wahre Problem dieser Welt ist und wer wir als Salz sind, wer wir geworden sind. Die Antwort des Reiches Gottes auf diesen Zustand des Mannes ist die Verkündigung des Evangeliums. Nämlich dem Mann seinen Zustand zu sagen, dem Mann zu erklären, wie verheerend und schrecklich seine Krankheit ist, nämlich seine Sünde, und gleichzeitig aufzuzeigen, aber da ist die größte Hoffnung, die allergrößte Hoffnung. Das Heilmittel ist da, das Heilmittel ist vor dir. Du musst nicht irgendwelche Übungen machen und monatelang hoffen, dass es irgendwie gut geht, sondern das Heilmittel ist vor dir, es ist Jesus Christus. Umzukehren zu Jesus Christus. Denn er hat die Krankheit deiner Sünde getragen am Kreuz. Er hat die verheerende Krankheit auf sich genommen. Er hat die Strafe auf sich genommen an deiner Stelle. Glaube nur. Wer immer glaubt, wird gerettet werden. Wer immer auf Christus vertraut, wird gerettet werden. Das Heilmittel ist da. Das macht uns zu Salz, dass das Reich Gottes in uns herrscht und dass die Botschaft des Reiches Gottes genau dieses Evangelium ist. Die Welt ist am Verrotten, die Welt ist kaputt und sündig, aber das Heilmittel, es lebt in dir, es ist in dir. Das Reich Gottes ist in dir, seine Herrschaft ist unsichtbar in dir und es macht dich zu Salz für eine verrottende Welt, zu einem Konservierungsstoff für diese sündige, böse Welt. Es ist leicht, uns vom Sichtbaren einschüchtern zu lassen. Es ist auch leicht, wie wir gerade gesehen haben, uns vom Sichtbaren blenden zu lassen. Aber das Reich Gottes richtet unseren Blick immer auf das Zentrum, nämlich Gottes Herrschaft in unseren Herzen. In uns hat bereits ein ewiges, ein unerschütterliches, unsichtbares Reich begonnen. Und am Ende aller Zeiten wird es alle anderen Reiche zerschmettern. Es wächst unscheinbar, denn es ist unsichtbar. Aber in den Bildern des Senfkorns und des Sauerteigs zeigt uns Gott, wie er wirkt, nicht was wir produzieren müssen. Es ist ein Reich, das keinerlei irdische Waffen braucht, sondern im Geistlichen besteht. Und die Frage ist nicht, ob Gott alles unter Kontrolle hat und erst recht nicht, ob er dich braucht, damit du die Welt rettest, sondern die Frage ist ganz einfach, ob du Gott in seiner Herrschaft vertraust und dich als Salz in dieser bösen, verfaulenden Welt einsetzen lässt. Dein Auftrag wird die Welt nicht verändern, aber durch deinen Auftrag will Gott verlorene Sünder retten. Von dieser schrecklichen Krankheit der Sünde, die das gesamte Problem dieser Welt ist. Und bis Jesus wiederkommt, leben wir als Erlöste in einer gefallenen Welt. Unser Auftrag ist es, von der Botschaft der Rettung durch Buße zu zeugen. Rettung alleine im Namen Jesus Christus, unseres Herrn. Der Aufbau seines Reiches, die Schaffung des Weltfriedens oder sozialer Gerechtigkeit ist nicht unser Auftrag. Zwar kann es passieren, dass durch die Verkündigung des Evangeliums auch teilweise solche Dinge geschehen, aber das passiert dann, wenn Gott ein neues Herz im Menschen schafft und sich das Verhalten ändert, weil das Wesen geändert wurde. Davon lesen wir zum Beispiel in Berichten über Erweckungen, wo sich teilweise ganze Städte veränderten, Kneipen dicht gemacht haben und Menschen nicht mehr ihr Vieh geschlagen haben, weil sie nicht mehr konnten, weil sie so verändert wurden durch den Heiligen Geist. Will ich damit sagen, das Ziel ist jetzt, dass wir eine Erweckung erzeugen? Nein, weil wir keine erzeugen können. Der Herr gibt Erweckung. Wir können darum beten, wir können daran glauben, wir können darauf hoffen, aber er gibt Erweckung. Er tut es. Was er uns aber zeigt in den Erweckungen ist ein Vorgeschmack seines kommenden Reiches. Wir lesen davon, wir hören davon, wie der Heilige Geist dort in besonderer Weise wirkte, in besonderer Weise herrschte unter den Gläubigen. Und was es uns zeigt, ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. So viel größer, so viel universaler,
ein Vorgeschmack auf das kommende Reich Christi. Wenn er sein Reich vollenden wird, wenn er wiederkommt, werden wir sprachlos sein. Staunend und voller Freude vor Christus. Denn es wird ein Reich sein, das völlig von seiner Gegenwart durchdrungen ist. Völlig von seiner Herrlichkeit und Herrschaft durchdrungen ist. Die Gegenwart, die im Allerheiligsten war, wo kein Mensch hinzutreten durfte oder konnte, weil die Sünde den Menschen trennte vor dem heiligen Gott. Genau diese Gegenwart wird alles ausfüllen. Egal wohin du gehen wirst in der erneuerten Erde, genau diese Gegenwart wird dort sein. Es ist unvorstellbar schön. Und keine Gemeinde kann das auf Erden schaffen. Das kann nur unser gerechter und wunderschöner König Jesus, wenn er wiederkommt. Nur er kann es schaffen. Und das ist unsere größte Hoffnung. Und es ist mir in schwierigen und schmerzhaften Zeiten der allergrößte Trost gewesen, zu wissen, das hier ist nicht meine Heimat. Diese Welt ist nicht meine Heimat, sondern ich bin schon Teil des kommenden Reiches Gottes. Ich bin schon Teil davon und ich kann nicht abwarten, bis Jesus endlich zurückkommt. Mein Herr und wir als sein Volk ihn für immer genießen werden. Bei seinem ersten Kommen ging es um die Erlösung seines Volkes durch seinen stellvertretenden Tod. Bei seinem zweiten Kommen wird Jesus als Richter gegen diese böse Welt auftreten und seine Kinder zu sich nehmen, die er sich erkaufte. Das Königreich Gottes und die Krankheit der Sünde und Ungerechtigkeit der Welt vor Augen zu haben, ist verbunden damit, eine Sehnsucht zu haben, dass Jesus wiederkommt, dass unser Herr zurückkehrt. Nur mein Herr Jesus kann dieses Königreich aufrichten. Nur er. Also beten wir, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, bei dir sein, richte dein Reich auf. Zu beten, dein Reich komme, ist in vielerlei Hinsicht synonym zum Gebet, komm bald, Herr Jesus. Und durch die Wiedergeburt wurden wir zu Pilgern auf einer Reise hin zum kommenden Reich, dem neuen Jerusalem. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir erwarten etwas so viel Größeres, so viel Wunderschöneres, nämlich unser Gott sichtbar herrschend unter seinem Volk auf einer erneuerten Erde. Ich möchte zum Schluss lesen aus Daniel 2, Vers 44, Daniel 7, Vers 27 und Sacharja 14, 9. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du diese Botschaft, Herr, groß machst in unseren Herzen, Herr, dass du uns einen Hunger gibst nach deinem Reich, nach deinem unsichtbaren Reich in uns, Herr, dass wir hungern danach, Herr, mehr und mehr unser Leben dir zu unterstellen, deinem Wort, Herr, deinem Geist, Herr, deiner Leitung, Herr, und deinem sichtbar kommenden Reich, Herr, dass du uns einen Hunger gibst nach deiner Wiederkehr, eine Liebe, Herr, nach deiner Wiederkehr, Herr. Eine Sehnsucht, Herr, dass du, unser Bräutigam, wiederkommst. Dass du, Herr, Gerechtigkeit bringst. Dass du, Herr, herrschst mitten unter uns in Ewigkeit, Herr. Ich bitte dich, lass dein Volk geprägt sein, Herr, von einer Liebe und einer Sehnsucht nach dir selbst, Herr, dass du wiederkommst. Und Herr, lass uns in völliger Abhängigkeit von dir leben. Zu erkennen, dass nur du dein Reich baust. Zu erkennen, Herr, was du bereits an uns getan hast durch dein Reich. Wir danken dir für all die Gnade, all die Liebe, Herr, die du offenbar gemacht hast, dadurch, dass du uns hineingerufen hast, Herr, hineingezogen hast in das Reich deines Sohnes. Heraus aus der Finsternis, hinein in das Reich deines Sohnes. Ich danke dir für dein Werk und ich bitte dich so sehr, Heiliger Geist, wirk du in Gnade, Herr, an uns, dass wir Hunger haben nach dir, nach deinem Kommen, Herr, nach deinem Wirken, Herr, nach dir
unser Herr Jesus Christus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Herr, wie im Himmel so auf Erden. Amen.